guten Morgen, guten Tag, was auch immer bei euch gerade für eine Uhrzeit ist, wo ihr auch gerade seid. Willkommen zurück hier auf Ikaria. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge hier ein paar Designs rausgesucht. Wie ihr seht, habe ich sie immer noch nicht aufgeräumt. Und ich habe auch immer noch nicht wirklich das an Weg gefunden, was ich gerne nutzen wollen würde. Aber das macht nichts. Ich würde gerne das hier als Inselflagge nutzen. Und wir müssen auch noch die Brücke abreißen. Und was ich euch noch zeigen wollte, wir haben hier natürlich einen offenen Plot hier rechts neben Janines Haus. Hamid ist ja ausgezogen, während wir die Insel abgerissen haben, hat er uns gefragt, ob er gehen darf und natürlich haben wir ihn gehen lassen. Und deswegen würde ich heute dann gleich mit euch nochmal mit einer kleinen Bewohnersuche starten. Aber zuerst möchte ich gerne die Brücke abreißen. Jetzt gucken wir mal. Habe ich so viel Geld in meiner Tasche? Ja, okay, na, das passt. Dann gehen wir doch zuerst mal die Brücke abreißen. Und dann suchen wir uns noch Melindas Hilfe und suchen uns quasi die Inselflagge aus. So. Ja, ich weiß, dass du wieder Geld von uns haben willst, wie immer. Aber das macht nichts. Ich möchte etwas abreißen. Ja. 10.000 Sterne. Ich weiß, bei dir kostet alles Geld, Tom. Du machst, ohne Geld zu bekommen, keinen Finger krumm. Das sind wir schon gewohnt. So. Abriss, Abriss, weg damit. Dankeschön. Gut. Dann belästigen wir gleich mal die gute Melinda, damit sie auch mal aufstehen muss von ihrem Schreibtisch. Hallo Melinda. Ja, ich brauche aber jetzt keine Verordnungen. Ich möchte gerne die Inselflagge ändern. Könntest du bitte aufhören, mich zuzutexten? Danke. Die Inselverwaltung, genau. Ja. Und zwar habe ich eine neue Inselflagge. Und zwar... Hör auf zu labern. Möchte ich gern das hier als Inselflagge haben. Ja, ist total perfekt. Ich habe super lange gebraucht, um sie auszuwählen. Ja, nee, das war es dann auch schon. Genau. So, dann richte ich mein Inventar jetzt mal her für... eine Bewohnersuche. Wie ihr seht, habe ich noch ungefähr gar nichts gemacht, seit ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber das macht nichts, darum kümmere ich mich jetzt. Und wir starten dann in die Bewohnersuche. So, dann. Ihr seht, ich habe jetzt nur noch 32 Tickets hier. Das macht aber nichts, weil wenn die aus sind und ich nicht fündig geworden bin, dann gehen wir einfach neue holen. Auf unserer Liste der Bewohner stehen jetzt noch Doris, Vega, Felix, Manu und Jimmy. Und jetzt wird es natürlich immer enger, weil es immer weniger Bewohner werden, die ich nehmen würde. Und deswegen starten wir gleich los zur ersten Insel. So, Insel Nummer 1. Wen haben wir hier? Ich glaube, das ist das Gabi oder so? Oder Lotta oder so? Ah, oh, sie ist so cute! Aber sie passt halt einfach nicht auf die Insel. Aber es ist einer meiner Lieblingsbewohner. Ich mag sie super gerne. Vom Aussehen her, ich finde sie irgendwie sehr cool. Aber wir fliegen weiter. Insel Nummer 2. Wen haben wir hier? Oh, ein kleines Schweinchen. Nein. Insel Nummer 3. Ich glaube, es ist schon wieder ein Schweinchen, oder? Ja. Schon wieder ein Schweinchen. Tut mir leid, du passt leider nicht. Nächster Versuch. Ich bin gespannt, ob wir noch ein drittes Schweinchen kriegen. Nein, es ist Goose. Es ist Goose auf Englisch. Oh, frag mich nicht. Ich bin so schlecht mit den Namen einfach. Aber passt einfach absolut nicht auf meine Insel. Und ich will ihn auch nicht haben, selbst wenn er passen sollte.
Neuer Versuch, neues Glück. Ich bin. Oh, Anka. Oh, ich mag sie so gerne. Aber ich muss tatsächlich mal wieder irgendwie gucken, dass ich so meine Lieblingsbewohner auf einer Insel habe und nicht irgendwie zufällige, weil Hard Mode oder ausgewählte, weil Inselthema. Mal gespannt, was ich nach der griechischen Insel machen werde oder ob ich es vielleicht sogar mal schaffe, die Hard Mode Insel fertig zu dekorieren, weil dann lösche ich die ganz dreist. Und starte irgendwas Neues. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Wir fliegen auf alle Fälle weiter. So, weiter geht's. Ich bin auf der nächsten Insel gelandet und es ist versteckt der gute Toro Rodeo. I don't know. Aber leider absolut keine Griechenland-Vibes, die da von ihm kommen. Nächster Versuch und es ist schon wieder ein Schweinchen. Sie wäre zwar weiß, aber sie steht nicht auf der Liste. So, die Bambusinsel und wir haben Wolfgang. Ach, Wolfgang ist mein Cutie. Ach, Wolfgang, ich muss dich leider zurück. Lauf nicht weg, du kannst mir doch nicht böse sein, weil ich dich jetzt hier zurücklassen muss. Ach, Wolfgang. Neue Insel, neues Glück. Wen haben wir denn hier? Och, ist das Kiki, oder? Ach, Kiki, meine Süße. Oh. Sie ist so genau das Gegenteil von weiß. Ja, sie muss leider hier bleiben. Jetzt gucke ich mal, wie viele Tickets habe ich noch? Noch 22. Ich würde sagen, wir machen die. Und wenn ich dann jemanden finde, dann hole ich mir einfach jemanden von der Treasure Island. Dann. Ich mag nicht so ewig lang heute suchen. Und es ist, heißt der Gaston? Ich glaube, im Englischen heißt der Gaston, glaube ich. Wie heißt du? Chuck heißt der hier. Okay, Chuck. Ich muss ihn, glaube ich, auch mal auf einer Insel haben. Irgendwie ist er witzig. Aber nicht auf dieser. Die Schwesternfruchtinsel. Schauen wir mal, was sie für uns bereithält. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist jemand, der passen könnte. Nein. Oh, wir sind auf der Wasserfallinsel gelandet und da müssen wir wahrscheinlich ein Stück hochklettern. Oh nein, ich habe schon gesehen, ihr wahrscheinlich auch. Es ist der gute Tentatron hier hinten. Ich kann mal gucken, ob ich mit der Kamera so hoch kann. Ja, wir haben hier Tentatron und Tentatron passt leider auch absolut nicht. Wieder eine Bambusinsel und es ist, oh, ich weiß nicht, wie er heißt. Ist es ein Er? Ich glaube, es ist ein Er. Oscar. Oscar, du musst leider hier bleiben. Neue Insel, neues Glück. Oh, es ist Froni. Sie ist Hardcore-Mode-Insel-Bewohner. Und sie muss leider hier bleiben. So, dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Oh, es ist Money Rock. Und es ist niemand da. Schade, das ist blöd. Ja, wir sehen schon, wen wir hier haben. Er besucht uns direkt hier vorne. Tut mir leid, Teddy, du musst leider hier bleiben. Nächste Insel, was haben wir denn hier? Jetzt gucken wir mal. Und es ist... Nein, tut mir leid, du musst leider hier bleiben. So, weiter geht's. Nächster Versuch. Wen finden wir denn jetzt? Money Rock Island schon wieder und es ist schon wieder ein Hühnchen und Entschuldigung, aber du musst leider hier bleiben. Oh, wir dürfen wieder oder zum ersten Mal klettern, ich glaube, das ist die erste Mountain Insel quasi, wo wir ganz hoch müssen, kann das sein? Jetzt schauen wir mal, wir haben eine Maus. Okay, nein, tut mir leid, aber du musst leider hier bleiben. Jetzt habe ich noch 12 Tickets, die verwenden wir jetzt noch und danach hole ich mir jemanden von der Treasure Island. Genau. 12 letztes Ticket für heute und ich habe, glaube ich, schon einen Adler gesehen. Ist das Quinn? Ich glaube, aber nein, sorry. Die Wasserfallinsel ist zurück und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass im Laufe des Videos meine Stimme immer schlechter wird und mein Halsweh immer mehr. Wieder eine Maus. Das heißt, ich bin jetzt ganz froh, wenn ich die Meilentickets durch habe, denn ich habe richtig Halsweh bekommen mittlerweile.
So, 10. Noch 10 quasi. Och, Nan. Hi. Hi, Nan. Oh, sie war eine meiner allerersten Bewohnerinnen auf meiner allerersten Animal Crossing Insel. Ich liebe sie. So, wen hält denn das Glück hier für uns bereit? Och, es ist Marcel. Marcel. Oh, Marcel muss leider auch hier bleiben. Neuer Versuch. Und, oh Gott. Why? Why? No. Einfach nein. So, wir schauen. Wir sind wieder auf Money Rock Island. Warum auch immer ich sie im Hardcore-Mode nicht so oft finde. Aber das hier ist niemand, den ich mitnehmen möchte. Tut mir leid. So, 5 Meilen-Tickets habe ich noch in der Tasche. Das heißt, hier ist Nummer 6. Und es ist Kid. Kid muss aber leider hier bleiben. So, wir klettern nicht noch, ich wollte sagen nochmal, aber da oben ist Pango, glaube ich. Und einfach nein. So, nächster Versuch ist Axel, glaube ich, heißt der. Oder ist, nein, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal, er muss leider hier bleiben. So, wir hatten ihn nicht gerade schon. Wieso tust du mir das an? So, weiter geht's. Das ist jetzt die vorletzte Insel, die wir besuchen. Und es ist, heißt der Hannes. Hannes, falls er so heißt, musst du leider hier bleiben. Ups. So, wir sind auf dem Anflug hier auf unsere letzte Insel für heute. Dann gehe ich mir einen Bewohner holen, denn es geht mir gerade nicht besonders gut. Und es ist ein Bulle und er muss leider hier bleiben. Das heißt, ich fliege jetzt zurück und mache eine Bestellung auf der Treasure Island. Und dann sehen wir uns da gleich wieder beim Abholen. Bis gleich. So, ich bin auf so einer Orderbot-Insel, glaube ich, nennt man sie, gelandet. Da kann man sich quasi 40 Items bestellen und eben auch einen Bewohner. Und ich habe mich für mein Cutie-Baby Doris entschieden. Doris muss unbedingt auf diese Insel mit ihrem leicht Blau und dem Weiß. Und ja, ich liebe sie einfach, deswegen muss sie einfach gehen. Guckt euch die süßen Füße an, wie sie unten diese Fußsohlen so blau sind. Das ist einfach so cute. Und ich muss sie einfach auf meiner Insel haben. Und ja, ich werde mich jetzt gleich in mein Bett verziehen, denn ich fühle mich gerade echt nicht so super. Aber vorher, wir haben sie jetzt eingeladen auf die Insel. Und vorher will ich natürlich hier die Sachen noch aufheben, die ich bestellt habe. Ich habe hier eine Reihe weiße Deko-Enten. Das ist hier die oberste Reihe, die nehme ich noch mit. Darunter habe ich eine Reihe weiße Deko-Säulen bestellt, weil ich glaube, dass ich von denen auf der griechischen Insel einige nutzen werde. Ich habe mal gesehen, früher hat man diese weißen Spinde genommen und einfach weggedreht, um Säulen zu haben. Und jetzt haben wir Säulen bekommen im Update und die will ich natürlich benutzen. Hier habe ich dieses Deko-Flaschen-Set bestellt, allerdings in Blau, weil Farbschema ja weiß-blau. Und hier habe ich noch einmal diese weiß-blauen Burgmauern bestellt, damit ich eben einige davon da habe. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Es ist heute nicht besonders lang geworden. Aber ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.